Das ist ein Konflikt, ein furchtbarer Konflikt für einen Künstler, finde ich. Ja. Aber Charlatanerie, das ist, finde ich, so ein Begriff, der auch sehr missbraucht wird. Ja. Also ich glaube, Scharlatane in der bildenden Kunst, das gibt es fast nicht. Fast nicht. Vielleicht gibt es Missbrauch, ja, missbräuchliche Verwendung auch des Begriffes Kunst und die Möglichkeit, dass Menschen sich eine Weile lang so camouflageartig da in Kunstbetrieb bewegen. Aber ich glaube, das geht nur eine bestimmte Zeit und die rotieren dann wieder hinaus. Weil wenn ein Künstler sich, also Charlatanerie ist ja etwas auch, dass jemand sich etwas vielleicht zunutze macht und anderen etwas vorgaukelt, was gar nicht Sache ist, oder? Also Charlatanerie hat auch mit Betrug zu tun. Und ich glaube nicht, dass das in der Kunst tragfähig ist. Ein Lebenswerk lang, das kann ich mir nicht vorstellen, dass ein Künstler ein Leben lang erfolgreich ist und die nächsten Generationen finden dann, das war ein Charlatan, weil er hat mit seiner Kunst uns getäuscht oder Böses bewirkt. Es kann nur ein vorübergehendes Phänomen sein. Ich meine, ich erinnere mich gut, bei Beuys war das ja immer die Frage, Beuys ein Scharlatan. Das ist absurd. Absurd. Er hat einfach neue Wege beschritten, ja, neue Materialien in den Kunstkontext hereingeholt. Das hat Sonnier natürlich auch gemacht, aber nicht in der Radikalität und auch natürlich vor dem Hintergrund eines völlig anderen Kulturkreises. Aber etwas, was jetzt nicht dem Herkömmlichen entspricht, als Charlatanerie abzutun, da wäre ich nie einverstanden. Da muss man schon vorher ganz genau hinschauen. Vermitteln. Ja. Ich habe eine hohe Meinung von der Kunst. Dass es gute und schwächere Künstler gibt, das ist ja klar. Das liegt in der Natur der Sache. Dass es auch Epigonen gibt, die einfach nicht das Niveau eines Vorbildes vielleicht erreichen oder so. Aber deswegen ist er noch kein Charlatan, finde ich. Er gibt das Beste für sich und es ist schlimm genug, wenn er erkennt, dass er den anderen nicht erreicht, dem er nachstrebt. Und das Publikum hat immer die Auswahl zwischen dem Originären und dem Nachgemachten oder dem Nachempfundenen. Und wenn dann ein Kunstfreund einfach lieber das Nachempfundene für sich hat, ist das ja auch in Ordnung. Aber es gibt die anderen, die einfach einen höheren Erfahrungsschatz hinsichtlich Sehen und Begegnung mit Kunst haben, die würden sich auf dieser Ebene noch nicht zufrieden geben mit der Begegnung mit einem Kunstwerk. Die wollen mehr und mehr Herausforderung vielleicht auch fürs Auge und für den Geist. Aber Charlatanerie ist meistens nicht von langer Dauer oder auch nicht gegeben. Also ich habe da bessere Meinung von der Kunst.